Ja, weil auf seinem Plan überkreuzen sich die nicht, ne? Also. Schön, aber nicht brauchbar. Na gut, dann machen wir es erstmal so. Und dann braucht man endlich nur 100.000 von den Kollegen setzen. Einmal hier. Hier in der Mitte ist dann auch irgendwo einer. Wartet mal. Hier. Und hier noch. Hier ist auch einer, ja. Und dann auch mehr oder weniger in einer Linie hier. Auch bei dem Gleis und bei dem Gleis. Ah ja. Sieht zumindest nicht ganz verkehrt aus, ne? Und so wäre dann die andere Seite, ne? Ja, genau. Okay. Was man nicht zusammenbringen ist es zwischendrin Spurwechseln, ne? Dafür ist das mit der Innenseite zu klein. Aber wir haben zumindest das zusammengebracht. Ganz ehrlich, das ist mehr als was wir vorher immer so hatten, ne? Dann könnten wir hier eine Großschmelzanlage bauen. Oder so. Weil hier können wir abladen, zweifach abladen, ne? Ah, das ist kacke, sind die Dings nicht gesetzt. Ja, weil lieber wird die Schienen setzen. Scheint aber nicht vorzuhaben. Ein Zug steckt fest, okay. Okay. Dann steckt natürlich der andere auch fest. Und dann hier wieder aufladen. Ne? Also auf einer Seite abladen, auf der anderen Seite aufladen. Richten wir mal den Zug zusammen wieder. Das ist nämlich doof, wenn einer steckt, dann stecken nämlich die anderen auch gleich mal. Kupferzug auch nicht. Der Kohlezug ist liegen geblieben. Das gibt es auch nicht oft, ne? Bitteschön. Perfekt. Schön, schön.
Das haut eigentlich gar nicht so schlecht hin, das Ganze, ne? Muss ich schon auch sagen. Mach mich schon nicht unzufrieden. Ich denke, ich werde es dann für die Aufnahme auch erstmal lassen. Schauen wir dann forschungstechnisch aus. Okay. Geht's dahin, ne? Ja. Tausende Alarmmeldungen, oh Wunder. Ah, hier unsere zweite Hälfte ist auch gebaut worden. Schön, wenn wir hier unloaden wollen. Okay. Gut, dass wir kurze Züge haben, ne? Wisst ihr was, dann machen wir ein zweites Nachtanken hier. Wir sind hier zwar sehr weit weg von unserem anderen Zeug. Aber es könnte nicht schaden, auch hier eine Auftankstation zu haben, ne? Aber hier entladen wird hier schwierig. Für den Kollegen hier nachher. Ja, in der Kurve ist Kaka. Einmal hier. Ich habe die nicht, ich weiß, ich habe sie nicht auf Lager, wäre vielleicht mal Zeit noch. So. Ja, das dachte ich mir, okay. Geht sich natürlich nicht aus. Dann auf die zweite Seite. Und Stahlkisten. Ja, ich arbeite hier mit roten Pelz. Einfach, dass das hier ein wenig schneller läuft, das Ganze. So, und weil wir mehr als genug auch von denen haben. Kann hier die Nachfüllstationen hin. Können wir eigentlich drei setzen?
Ups. Mal auf gleicher Ebene. Okay. Stack Greifarm. So. Und dann sollten wir natürlich alle gleich beliefern. Einigermaßen gleich zumindest. Ja, doch, hier werden wir rüberkommen. Irgendwie. Immer schön alles gleichzeitig liefern und entliefern. So. Numero 1 wäre das. Hauptsache, es wird hier einigermaßen gleichzeitig angeliefert. Okidoki, so. Und hier angeschlossen. Okay. Bevor wir die natürlich hier machen, gibt es hier ein Cold Drop of Refuel 2. Maximal ein Zug. Genau. Dann könnte man da auch einen machen. Zwei Anhängern. Dann gleich mal einsteigen. Kohle 1 voll. Leer. Und dann gibt's hier Refuel. Okay.
Nice. Ich würde sagen, testen wir aus. Schauen wir mal. Ach du Schande. Müsste aber alles hinhauen mit unserem katastrophalen Teil hier. Was wir Zugdingsbums nennen. Die Aufnahme muss ich dann, ist jetzt dann auch bald vorbei, ne? Wie schauen wir denn hier kohlemäßig aus? 858.000. Mhm. Sorry, ich baue dich eben nochmal ab. Hier ist nämlich noch ein Kohlehaufen, ne? Ja. Warteschlange brauchen wir natürlich trotzdem. Können wir hier eine schnellere Umgehung bauen? Ja, grundsätzlich schon. Dass wir die Schleife hier auch benutzen können. Ne? Okay. Schön, schön. Mhm. Genau. Das sollte hinhauen. Hier zum zweiten Kohlekollegen irgendwie durchringen. Dann schließen wir einfach Kohle 2 an. Einfach schauen, dass wir hier Platz haben. Ein paar Brücken springen, also Klippenspringsätze bauen. Das hier. Nee, Abrissbahn abbrechen geht wahrscheinlich schon irgendwie, aber keine Ahnung wie. Ist ja egal.
So. Okay. Noch ein zweites Teil natürlich, ne? Perfekt, einfach zwecks Umgehungsstraße, könnte man sagen. Wo stehen wir denn rum hier so? Ah, viel Spaß. Werden gleich out of rails sein. Perfekt. Aber wir sollten auch keine mehr brauchen. Sehr schön, die Roboter zurück zu mir. So, 1, 2, 3. Müsste sich ausgehen, ja. Keine Zugbeschränkungen, da mal gleich, ne? Perfekt. Hier vielleicht noch eine einbauen. Gut. Immer schön die Pufferkisten. Wie schaut's denn aus? Ja. Anschließen geht sich in Wahrheit nicht mehr aus. Denn ich möchte das noch schneiden, auch noch das Zeug. Also die Kohle anschließen, meine ich, ne? Bei machen wir 5 Minuten maximal noch, Leute. 5 Minutes. Nicht, dass man... was da hätten, um es anzuschließen. Also Strom meine ich. Zumindest vorbereitet wäre es dann. So. Lass dann meinen Char, glaube ich, auch hier irgendwo stehen. Lass mir gleich das nächste Mal wissen, dass wir das hier anschließen müssen, ne? Okay. So.
Wir haben nämlich keinen Strom, sonst würde ich sagen, machen wir es noch fertig, aber ich glaube, das geht sich wirklich nicht mehr aus. Hier noch ein Doppelset und abgesehen davon scheint, als hätte man nicht genug Pelz. Zack. Keine Geld mehr haben, nehmen wir eben rote. Macht auch nichts. Perfekt. So. Vielleicht geht es sich doch noch aus. Gut. Ah ja. Das haben wir unabsichtlich abgeschlossen. Oh, läutet werden. Dann war es das mit der Aufnahme.